Juni 2018. Auf dem Gelände der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt in Niederösterreich entsteht hinter verschlossenen Türen eine völlig neue Einheit der österreichischen Polizei, die Reiterstaffel. Noch handelt es sich um ein Geheimprojekt, doch unser Kamerateam darf die berittene Polizei exklusiv besuchen und erstmals einen Blick hinter die Stallmauern werfen. Die ersten drei Reiter und auch die ersten Pferde sind bereits vor Ort und absolvieren Trainings. In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere zwei sowie vier Beiner hinzukommen und die Einheit vollständig aufgebaut werden. Das Projekt ist für alle Beteiligten völliges Neuland. Die letzte Reiterstaffel Österreichs wurde vor 68 Jahren aufgelöst. Noch ahnt niemand, dass auch dieses Projekt rund 17 Monate später Geschichte sein wird. Und so mischt sich bei den ersten Teammitgliedern Euphorie mit Aufregung. In erster Linie werden Leute gesucht, die das Ganze realistisch sehen, dass es jetzt nicht nur ums Reiten geht, sondern es geht wirklich darum, dass das Ganze eine Polizeieinheit ist und das Dienstmittel Pferd eingesetzt wird. Und nicht, dass es jetzt in erster Linie wirklich nur darum geht, sich mit dem Pferd weiterzubilden, sondern es geht darum, wir sind Polizisten und mit dem Pferd können wir Einsatzbereiche abdecken, die bis jetzt nicht möglich waren. Wenn jetzt ein Polizist zu Pferd, auf dem Pferd jetzt durch Schönbrunn oder durch die Innenstadt patrouilliert, das hat natürlich auch ein starkes, selbstsicheres, gutes Auftreten. Und die Nähe zur Bevölkerung, also zu den Bürgern, ist mehr da, als wenn man jetzt nur im Funkwagen drinnen sitzt. Ich denke mal, dass es total abwechslungsreich ist. Ich bin ein Mensch, ich suche immer ein bisschen eine neue Herausforderung. Also ich gehe mir da mit Bürojobs, wo ich jeden Tag das Gleiche mache, nicht wirklich zufrieden. Also ich muss immer was Neues haben, Leute kennenlernen, mit Leuten gemeinsam zusammenarbeiten und vor allem auch zum Beispiel Situationen deeskalieren, das Reden, das mache ich einfach gern und ich glaube, das passt ganz gut zu mir. Die Pferde werden jetzt von uns darauf vorbereitet, dass sie auf wirklich kleinste Hilfen reagieren, sie locker sind, durchlässig sind, dressurmäßig weiter ausgebildet. In weiterer Folge werden sie dann auch im Springen ausgebildet werden. Und das Polizeispezifische, das kommt dann erst in weiterer Folge, sobald alles andere gut funktioniert, dazu. Da gibt es dann Gelassenheitstrainings, eben Desensibilisierung auf Schrecksituationen und solche Sachen alles hinzu dann. Also die Verbundenheit und das Vertrauen zwischen Pferd und Reiter wird bei uns natürlich intensiver sein, weil wir natürlich jeden Tag mit unseren Pferden verbringen, trainieren, viele Situationen trainieren, wo sich die Pferde auf uns verlassen müssen, Situationen trainieren, wo wir uns auf die Pferde verlassen müssen. Das ist eventuell vergleichbar mit der Ausbildung eines Vielseitigkeitspferdes, da ist auch Vertrauen sehr wichtig. Das kann man ungefähr mit der Ausbildung des Polizeipferdes vergleichen. Wenige Wochen zuvor wird das Projekt vom damaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl eingerichtet. Er kündigt an, dass ein probeweiser Betrieb der berittenen Polizei spätestens im Sommer 2019 beginnen soll. Es gibt viele Großstädte, nicht nur in Europa, sondern weltweit, die mit einer berittenen Polizei sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Deswegen haben wir ja nicht gesagt, wir führen es ein, hopp oder drop, sondern wir haben gesagt, wir versuchen einen Testbetrieb. Wir wollen einmal Erfahrungen sammeln und dann schauen wir mal nach einem bestimmten Zeitraum, ob sich das auch in Wien bewährt. Wenn man sich die Möglichkeiten durchüberlegt, die das bietet, wenn man den Öko-Gedanken ernst nimmt, dann müsste man da ja eigentlich ganz begeistert aufspringen auf dieses Projekt. Ich verstehe auch die Kritik nicht, weil man sich gar nicht darauf einlässt, die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten durchzudenken. Ich rede nicht nur von sicherheitspolizeilichen Maßnahmen. Da gibt es eine Fülle von Einsatzgebieten, Donauinsel zum Beispiel, wenn ich an den Prater denke, sondern man vergisst eine ganz wesentliche Komponente und das ist die Kommunikation mit der Bevölkerung. Polizisten zu Pferd, das ist etwas Positives. Das ist etwas, was in den Augen der Bevölkerung als positiv gesehen wird, wenn man an die Polizei denkt. Das wäre also ein Kommunikator gewesen, ein Sympathieträger für die Polizei. Von der Opposition hagelt es sofort Kritik für das Vorhaben. Die SPÖ bringt eine Resolution gegen die berittene Polizei in Wien ein. Vor allem Einsätze bei Demonstrationen sehen sie aufgrund internationaler Negativbeispiele kritisch. Wir haben das gemeinsam mit den Grünen damals eingebracht, weil wir beide sozusagen diese Pferde, sage ich mal, für unnötig halten. Weil ich glaube, die Geschichte, die man damit erzählt ist, wenn man dann Pferde
hinstellt bei der Polizei, es schaut alles von Haus aus, sage ich mal, wesentlich gewalttätiger aus. Und sage ich mal, vor allem, dass die Wiener Polizei ganz andere Ausrüstungen brauchen würde, viel mehr Personal brauchen würde, auch besser ausgerüstete Polizeiinspektionen brauchen würde. Ich habe das immer für unnötig gehalten. Mein Wahlspruch war immer, lieber 1000 Polizisten zu ebener Erde als einer auf dem Pferde. 91 Jahre nach diesem dramatischen Vorfall wird in Wiener Neustadt eine neue berittene Polizei aufgebaut. Das Team an Reitern und Pferden wächst und die Ausbildung beginnt mit Grundlagen wie dem Formationsreiten. Revierinspektor Ronald ist einer der Ausbildner. Er ist staatlich geprüfter Reitinstruktor und war als Turnierreiter aktiv. Vor seiner Zeit bei der Polizei hat er selbst einen Reitbetrieb geführt und Reiter sowie Pferde ausgebildet. Heute ist Formationsreiten am Programm. Das heißt, die Pferde müssen lernen, auch in der Abteilung zu gehen, mit gleichmäßigen Abständen zwischen den einzelnen Pferden und auch nebeneinander im Paket, dass sie die Pferde aufeinander abstimmen und verlassen können. Es stärkt auch das Selbstvertrauen für die Pferde, wenn sie in der Gruppe sind. Die ganze Abteilung dann wieder geradeaus. Vorne wieder ein bisschen ruhiger, die hinten haben ein bisschen Stress. Beim dritten Pferd wird der Abstand immer wieder ein bisschen größer. Und der strampelt eh schon so am Stand, ist aber ein bisschen verspannt. Das heißt, er kriegt aber jetzt noch nicht die Meter nach vorn. Wenn die Reiterin versucht, ihn ein bisschen vorwärts zu reiten, springt er dann immer im Galopp ein, weil er so ein bisschen verspannt ist und noch ein bisschen aufgeregt. Die Pferde müssen sich ein Tempo finden, das für alle okay ist. Es wird für manche zu schnell, für manche ein bisschen zu langsam sein. Und sollte aber so ein mittleres Tempo sein, mit dem jeder zurechtkommt. Bei der Ausbildung der österreichischen Reiterstaffel steht eine der umstrittensten Aufgaben auf dem Programm. Das Begleiten von Gruppen, wie es zum Beispiel bei Demonstrationen der Fall ist. Ja, ich soll ein Banner darstellen, also einfach ein Plakat, was wir jetzt mitführen, weil, wie gesagt, für Pferde ist halt alles neu, wenn irgendwas am Boden liegt, Flaschen, Geräusch, Lärmpegel, Menschenansammlung oder wenn man jetzt eben so ein Banner oder Plakat irgendwie in die Höhe hebt, hängt und damit jetzt von A nach B geht, dass die Pferde einfach sich dran gewähnen, mit so einer Gruppe mitzugehen, davor, dahinter, nebenbei. Und das versuchen wir jetzt, die Pferde irgendwie dran zu gewöhnen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Formation aufgelöst wird, dass jetzt ein Pferd ausbricht, dass die Pferde generell unruhig werden und worst case ist sowieso, dass ein Reiter vom Pferd stürzt. Können wir dann anfangen, die Gruppe fängt an, loszumarschieren. Ihr gebt sie mit den Pferden ein paar Meter Vorsprung. Reitet hinterher, wenn sie die Pferde fühlen sich wohl, dann wird sie die Abstände verkleinern. Los geht's. Los geht's an. Okay, die Wanderer können ein bisschen schriller werden. Gut, dann bleiben wir noch mal mit dem ganzen Zug stehen. Die Pferde schließen noch mal auf und geben einer noch mal Belohnungen. Tami, dein Pfad. Ja, die Pferde kriegen jetzt noch mal ein bisschen Leckereien. Wir sehen, aus der Gruppe kommt nicht nur Lärm und Schlechtes, sondern auch eben Motivation. Haben sie hervorragend gemacht. Hat gut funktioniert. Immer doch, dass wir da ein bisschen länger brauchen werden, aber das hat heute super geklappt. Im nächsten Trainingsszenario müssen die Pferde vor der lärmenden Gruppe gehen und haben diese so nicht mehr im Blick. Und Abmarsch. Man merkt trotzdem, dass das den Pferden mehr Stress macht. Also da der Captain hat ein bisschen jetzt im Hintern immer mehr einzogen, den Hals immer höher und kürzer gemacht. Aber so mit dem Abstand funktioniert das jetzt ganz gut. Und man muss auch schauen, dass man es da nicht überfordert.
Stück Arbeit. Ein bisschen haben wir noch Zeit, ja, dass das dann auch gut funktioniert. Aber für manche Pferde ist es gar kein Problem und andere kennen die Gefahr früher als andere. Schließlich müssen die Pferde die Gruppe seitlich begleiten. In der Reaktion der Vierbeiner merkt man sofort, dass sie nun wesentlich nervöser sind, als wenn sie nebeneinander als Gruppe auftreten. Ist schon wieder das Problem, dass die Pferde keinen linken, rechten Nachbarn haben, an den sie sich ein bisschen anhalten können. Solche Veränderungen sind halt immer wieder neue Herausforderungen für die Pferde. Die Tiere sind schon sehr feinfühlig und auch sensibel teilweise, ne, großteils auch. Und die spüren das natürlich selbstverständlich, wenn ihr als Reiterin da oben jetzt sitzt und da gewisse Anspannung haben. Ne? Je ruhiger das ich bin, desto ruhiger kann ich aufs Pferd einwirken und desto ruhiger kann ich das auf ihm selber übertragen. Und der weiß dann genau, okay, Frau Lee sozusagen oder die Reiterin auf mir drauf, die ist eigentlich relativ entspannt, da passiert mir nichts, da geht's mir gut. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit findet in Wiener Neustadt die Ausbildung der berittenen Polizei statt. Mittlerweile besteht das Team aus 12 Pferden und 16 Reitern. Dass diese nie einen Einsatz absolvieren werden, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Der Sattel, der ist extra angefertigt, hat ein bisschen eine breitere Sitzfläche und auch ein bisschen gepolsterter als vielleicht Sättel, die man im normalen Reitsporthandel kaufen kann. Weil wir doch wahrscheinlich einmal bis zu 4 Stunden im Sattel sitzen, dass das angenehmer wird. Wie lange reiten Sie schon? Ich reite bereits seit 20 Jahren. Was ist der Unterschied zwischen zivilen Reiten und beruflichen Reiten? Naja, es ist schon ein großer Unterschied. Ich komme zum Beispiel eher aus dem Dressursportbereich. Der ist natürlich wichtig jetzt für die Grundaufbauarbeit bei den Pferden, aber mit dem Einsatz jetzt nicht zu vergleichen. Das Neue ist, dass wir ein Pferd nicht nur straßenverkehrstauglich machen müssen, sondern auch im Hinblick auf größere Menschenansammlungen, wie man es in Wien einfach auf den großen Plätzen hat. Und ich glaube, keiner von uns ist privat mit seinem Pferd schon in Wien unterwegs gewesen und das müssen wir wirklich richtig trainieren. Dann kommt da dazu Busse, LKWs, Straßenbahnen. Das ist eine Herausforderung, dass wir das kennenlernen. Sowohl, dass wir wissen, wie wir reagieren und dass wir zu den Pferden so weiter Vertrauen aufbauen und die so gut im Griff haben, dass die mit uns da durchgehen. Für die Ausbildung und auch den geplanten Einsatz ist dem Polizisten kein spezielles Pferd zugeteilt. Jeder Reiter trainiert mit jedem Pferd. Heute geht es darum, Muskulatur und Koordination der Tiere zu stärken. Wir machen heute Springgymnastik, wie ihr seht. Dazu Steigbügel, kürzer als beim Dressurreiten, eh schon klar. Die anderen Reiter werden zuschauen, wir werden euch ein bisschen auf die Finger schauen, wir werden ein bisschen schauen, was die Pferde so machen. Geht schon los, Trab! Gut, aus der Wendung schon hinschauen, wo ihr hin wollt, dass wir über die Mittellinie kommen. Gut ist der. Okay. Ja, Bein. Gut, lob ihn, Spannung rausnehmen. Wir haben Pferde dabei, die eine stangenfreie Jugend gehabt haben, sozusagen, die mit dem Springen oder mit färbigen Stangen bis jetzt nichts zu tun gehabt haben. Und die führen wir halt jetzt ein bisschen an die Sache ran. Und das ist halt, man sieht halt da, dass sie manche leichter tun und manche schwerer. Die Anschaffungskosten für Tiere, Ausrüstung und Sättel der berittenen Polizei werden vom Innenministerium mit rund 380.000 Euro beziffert. Die laufenden Kosten pro Jahr, unter anderem für Tierarzt- und Einstellkosten, sollen rund 110.000 Euro betragen. Ja, viel besser, genau. Springen wirkt gymnastizierend auf die Pferde. Einerseits lockert es die Pferde auf, andererseits stärkt es die Muskeln von der Hinterhand, vom Rücken. Die Pferde kriegen Kondition und all das brauchen sie später mal im Einsatz und das beugt auch Verletzungen vor. Man merkt einfach, dass die Pferde ein bisschen aufmerksamer werden. Am Anfang passieren vielleicht noch ein paar Fehler, aber spätestens beim zweiten Mal hinreiten wissen sie dann, wie sie sich einen Abstand einteilen, dass eventuell ein bisschen früher oder später abspringen. Es kann sein, dass da jetzt mit dem Sonnenlicht das für die Pferde ein bisschen schwieriger wird, werden wir jetzt gleich sehen.
Ja, passt schon. Gut so. Also, wir haben jetzt eigentlich die Richtung gewechselt und bauen hier herüben eine zweite Folge mit ein bisschen anderen Anforderungen. Bein dran. Auf. Einfach auch, um die Beine der Pferde gleichmäßig zu belasten. Nur es wird dann mit der Zeit auch anstrengend, weil sie müssen mitdenken, mitarbeiten und diese kurzen, sie müssen sich immer konzentrieren, wo sie an ihre Beine hindurren. Und das ist dann schon auch anstrengend. Darum muss man auch aufpassen, vor allem die unroutinierten Pferde, dass man die nicht überfordert am Anfang. Elle für den Milo ist genug? Ist genug für den Milo. Ja, der befindet sich im Aufbautraining. Da ist die Springgymnastik genug. Das heißt, die hohen Sprünge lassen wir mit ihm weg. Wie warst du zufrieden? Sehr zufrieden, ja. Wie schaut der heutige Dienst denn noch aus? Wir werden die Pferde jetzt versorgen. Die gehören nach dem Reiten gründlich noch einmal geputzt, damit die Schweißstellen sauber sind. Dann wird noch das Futter für die Pferde angerichtet. Und am Nachmittag steht wahrscheinlich noch eine weitere Übung mit den Pferden am Programm. Während für die schon erfahreneren Pferde die Sprunggymnastik weitergeht, darf Milo bereits unter die Dusche. Das ist erstens zum Befreien von den Hufen vom Hallensand und auch ein bisschen zum Kühlen von den Sehnen nach dem Springen. Das ist auch eine größere Anstrengung als Dressurreiten oder im Schritt ausreiten für die Pferde, für die Sehnen, für die Gelenke, für die Bänder. Die werden jetzt ein bisschen kühlen. Das heißt, ihr braucht schon sehr viel anatomisches Wissen auch? Natürlich, das ist bei uns in der Grundausbildung dabei und ist allgemein, wenn man im Sport mit einem Lebewesen ist oder ein Lebewesen als Partner bei der Arbeit hat, ist es wichtig, dass man großes Allgemeinwissen drumherum hat.